Herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zurück zu Wir haben die Messeneuheiten durchgespielt. Wundert euch nicht über die Maske, der Ton wird somit ein bisschen dumpfer sein, aber das muss sein, weil wir die Messeneuheiten für euch, die Spieler, zur Verfügung halten wollen, statt sie nach dem Spiel in Quarantäne zu schicken. Was bedeutet Hände desinfizieren, Maske tragen, wenn wir die Spiele spielen und oder wie jetzt sie erklären. Es geht hier um Wildes Weltall aus dem Hause Board Game Circus. Wundert euch nicht über die Schachtel, das ist noch die französische Ausgabe. Die deutsche ist noch nicht ausgeliefert, beziehungsweise die liegt beim liegt beim Großhändler, ist aber noch nicht verarbeitet, das heißt, wir haben sie noch nicht hier im Laden. Demnächst dürfte das aber soweit sein. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen tiefer reinspringen, euch das Spiel ausführlich erklären und danach erzählen, was wir davon so halten. In Wildes Weltall stellen wir Crews raumfahrender Tiere dar, die fremde Planeten erkunden. Davon sind immer 5 Stück im Spiel. Die beiden spielen immer mit und für die weiteren gibt es Auswahl. Da sind insgesamt 3 von denen. 3 von denen und 2 von den 9er Planeten im Spiel, sodass die Aktionsauswahl immer ein bisschen variiert von Partie zu Partie. Im Spiel wird jeder Spieler in 10 Aktionen tätigen, dargestellt durch diese 5 Raumschiffe, die zur Verfügung stehen. Mit diesen Raumschiffen können wir Planeten ansteuern und dann die Aktion durchführen, die dort abgebildet ist. Ich sagte 10 Aktionen, wir haben doch nur 5 Raumschiffe. Stimmt. Man kann statt einen neuen Planeten anzusteuern auch ein Raumschiff auf demselben Planeten im gleichen Sektor nach oben bewegen, um eine andere Aktion durchzuführen. Die ist auf jedem Planeten identisch. Hier unten unterscheiden sich die Aktionen. Grundsätzlich funktioniert das Spiel über diese Karten, die verschiedene Informationen enthalten. Es gibt einerseits 3 verschiedene Arten von Berufen, nämlich die Spezialisten, die blauen Karten, Roboter, das sind grüne Karten, und die braunen Gesandten, die für Siegpunkte zuständig sind. Bin ich am Zug, nehme ich eins meiner Raumschiffe und setze das irgendwo ein. Wenn hier ein Kartensymbol mit einem Pfeil nach unten ist, bedeutet das, dass ich eine meiner Handkarten in meine eigene Auslage legen kann. Das tue ich jetzt einmal und lege mir diesen Roboter in die Auslage. Und da kommen wir zur weiteren Information. Unten links auf der Karte ist immer, nicht immer, aber häufig ein Symbol, das eine weitere Aktion erlaubt. In diesem Fall dürfte ich, Rechteck ist eine Karte auf die Hand nehmen und diese sofort ausspielen. Nehme ich Karten auf die Hand, kann ich immer hier oben die verdeckte Karte vom Nachziehstapel nehmen oder mich aus der offenen Auslage bedienen. Simuliere ich mal was, sagen wir, die habe ich schon auf der Hand. So. Ich habe jetzt ja die Aktion erhalten, eine Karte zu ziehen und gleich auszuspielen. Nehme ich hier diesen Bären, den Kämpfer, den Soldaten, da oben ist ein Beruf angegeben bei den meisten Karten, spiele die aus, erlaubt der mir wiederum, sofort einen Spezialisten auszuspielen. Und das tue ich, denn ich habe ja diesen Spezialisten auf der Hand, dargestellt hier oben durch den Orden. Den spiele ich jetzt auch noch aus, der hat keine weitere Aktion, erlaubt mir aber, meinen Ordensmarker an meinem Kommandanten fortzubewegen. Und die Kommandanten haben dann hier oben wiederum auch Aktionen, die immer ausgelöst werden, wenn der Ordensmarker die entsprechende Stelle erreicht. In der deutschen Ausgabe werden die nicht rund sein, sondern etwas pfeilförmig, sodass das klarer ist, wo der Marker momentan liegt. In diesem Fall bedeutet das, ich darf sofort eine Karte nachziehen. Immer wenn ich eine ziehe, wird auch sofort nachgefüllt. Nehme ich die für die Auslage nach. So, dann gibt es eine weitere Information auf den Karten. Nämlich manchmal sind die Aktionen, die die Karten erlauben, an eine Bedingung geknüpft. In diesem Fall ein kleines rotes X bedeutet, ich müsste von meiner Hand eine Karte abwerfen, um dann 3 ziehen zu können. Dies bedeutet, ich brauche in meiner Crew einen Mechaniker, wie zum Beispiel hier der Kommandant der türkisen Spielerin. Ist ein Mechaniker, habe ich den in meiner Crew, dann, wenn ich den ausspiele, darf ich diese Aktion durchführen oder in dem Fall eben die türkise Spielerin. Genau, worum geht es jetzt? Es geht natürlich um Siegpunkte und es gibt dreierlei Arten, wie man an Siegpunkte herankommt. Die eine ist, Tiere zu sammeln. Eine weitere Information auf den Karten ist die Tierart.
Habe ich mindestens 3 Tiere einer Art, bekomme ich für diese Art Punkte. Drittes Rhinoceros bedeutet, ich bekomme 5 Punkte. Ein viertes Rhinoceros bedeutet, ich bekomme 10 Punkte. Jede weitere Tier dieser Art, das ich ausspiele, bringt dann 5 weitere Siegpunkte. Zudem bekommt man, muss ich jetzt lügen, ich glaube 20 Siegpunkte, also eine Menge, für jedes Set aus allen 6 verschiedenen Tierarten, die man ausliegen hat am Ende des Spiels, wenn jeder seine 10 Aktionen gemacht hat. Und dann gibt es, wie gesagt, die Gesandten, die für Siegpunkte zuständig sind. Die haben dann unterschiedliche Symbole drauf. Das Plus bedeutet zum Beispiel, ich brauche das meiste davon, bin ich also der Spieler. Mit den meisten Robotern in der eigenen Crew bekomme ich dafür 5 Siegpunkte. Und da gibt es dann noch einige andere, wie zum Beispiel hier der freundliche Echsenmensch. Gibt mir 3 Siegpunkte für jeweils 3 Raumfahrer, die in meiner Crew sind. So, wie erkunden wir jetzt weitere Planeten? Das tun wir immer dann, wenn wir eine bestimmte Anzahl Karten in unserer Crew haben. Die Spielerin hier hat 2, 4, 5 Karten. Hier steht eine 3. Das heißt, in dem Fall, in dem Moment, als die dritte Karte hier in die Auslage kam, wird dieser Planet erkundet und eröffnet somit neue Aktionsmöglichkeiten. Anfliegen darf allerdings diese Planeten nur jemand, der oder die auch entsprechend viele Karten schon in der Auslage hatte. Also es kann sein, dass sie hier das Ding erkundet. Ich habe aber nur 3 Karten in meiner Auslage. Das heißt, ich darf momentan nur auf diesen 3 Planeten agieren. Hier noch nicht, dafür bräuchte ich erst 6 Karten. Genau, das wird so lange gespielt, bis eben alle 10 Aktionsschiffe, 10 Aktionen durchgeführt wurden, also alle 5 Schiffe irgendwo oben in dem Sektor gelandet sind, und dann rechnen wir die Punkte ab, die sich aus gleichen Tieren, Tiergruppen, also 6er Kombinationen von Tieren, und dann eben die Gesandten, die ich mir selber zusammengesammelt habe, ergeben. So viel zur Regel von Wildes Weltall aus dem Hause Board Game Circus. Wie gesagt, für 1 bis 5 Spieler, den einen vergesse ich immer, weil ich selbst selten mal Solo-Spiele tätige. Da ist ein Kartendeck fürs Solo-Spielen natürlich auch integriert, falls man mal alleine spielen möchte. Bis zu 5 können mitmachen und es geht ungefähr 30 bis 40 Minuten lang. Wie hat uns das jetzt gefallen? Das hat uns richtig gut gefallen. Das gesamte Team hat das jetzt schon mehrfach gespielt und tatsächlich sind alle von uns begeistert von diesem flotten, leicht zu erlernenden, aber schwer zu meisternden Kartenspiel. Durch diese verschiedenen Arten von Set Collection, also dass ich gleiche Tiere, aber gleichzeitig nach Möglichkeit auch alle 6 sammeln will, habe ich ständig Entscheidungsdilemmata. Und was uns besonders gut gefällt, ist, dass trotz der schlanken Regeln sehr viel Spieltiefe kommt durch die Möglichkeit, über die Gesandten selber zu entscheiden, wie ich mein Spiel steuern möchte hinsichtlich der Siegpunkte. Das kann man tatsächlich immer wieder auspacken und Spaß damit haben, mal eben zwischendurch, weil wie gesagt, das geht relativ schnell. Aber man kann durchaus auch einfach mal an einem Abend 2 bis 3 Partien nacheinander runterzocken, weil sich das immer wieder frisch anfühlt. Sehr elegant, wie man das kennt von Board Game Circus, von uns definitiv eine Empfehlung. Eins der Highlights des diesjährigen Spielejahrgangs fürs gesamte Freispielteam. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir euch an Videos geben können, welche Spiele wir euch vorstellen sollen, schreibt uns das unten in die Kommentare rein. Ansonsten lasst uns ein Abo da, am besten auch gleich die kleine Notification Bell anklicken. Dann werdet ihr informiert, wenn wir neue Videos hochladen. Bis dahin bleibt uns nur zu sagen, viel Spaß mit Spielen und tschüss!